eröffnet. Und die führte über besagte 15,5 Meilen, gleich 115 Kilometer, von Leipzig nach Dresden über Riesa. Deshalb der bunte Zug der Loks und Wagen, zu denen auch die grüne Elli gehört, deshalb der Riesenauflauf begeisterter Zuschauer. Die witterten zu Recht eine Sensation. Jede Lok wurde begrüßt wie der Star auf einem Filmfestival, mit einem Unterschied. Diese Fans hätten ihre Stars am liebsten in ihre Einzelteile zerlegt und mit nach Hause genommen. Wie den fliegenden Hamburger hier, seinerzeit der schnellste Reisezug der Welt. Aber der Reihe nach. Zunächst zieht das historische Zugpersonal ein. Für den Schaffner galt damals, das Aufrücken aus einer niederen Klasse in eine höhere wird durch höfliches Betragen gegen das Publikum bedingt. Dem Publikum von heute gilt diese Veranstaltung als ganz besondere Höflichkeit der Bahn. Mehrere Hunderttausend sind nach Riesa gekommen, bevölkern zwei riesige Tribünen und dazu Wiesen, Äcker, Straßen, Hausdächer, jedes freie Plätzchen mit Sicht. Versuche, sie wenigstens von den Bahndämmen fernzuhalten, waren oft vergebens. Liebe, auch zu einer Lok, braucht eben Nähe. Der Reigen beginnt. Achtung, acht, das war zum Laden. Feuer! Der Böller kündigt ein Maschinchen an, vor dem schon alles auf den Knien liegt. An der Spitze der Parade die Saxonia. Zum ersten Mal wird sie der Öffentlichkeit gezeigt. Generationen von Eisenbahnfreunden kannten sie bisher nur vom Papier, denn das Original ist seit über einem Jahrhundert verschwunden. Diese Saxonia ist eine zweite Geburt, der ersten so getreu wie möglich nachempfunden. Der Dampfkesselbau Dresden-Übigau hat den Kessel beigesteuert. Aus Waren an der Müritz kommen Tender und Wasserkasten. Das Reichsbahn-Ausbesserungswerk Halle lieferte Fahrgestell und Triebwerk und baute die Lok zusammen. Viel Mühe, aber am lohnenden Objekt. Denn die Saxonia ist die erste brauchbare deutsche Dampflokomotive, gebaut von Johann Andreas Schubert. Er fuhr sie auch zur Eröffnung der Strecke Leipzig-Dresden 1839. ...1989 erhielt sie in Leipzig zum zweiten Mal den letzten Glanz. Genau wie ihr Vorbild wurde der Kessel mit Holz beplankt. Besondere Sorgfalt galt der Federwaage. Ein gutes Stück Ingenieurkunst von damals war zu wiederholen. Die Federwaage zeigt den Kesseldruck an und öffnet bei Überdruck. Eine Sicherheitseinrichtung also. Die Konstruktionszeichnungen für die Lok stammen übrigens von Studenten der Fachschule für Verkehrswesen Dresden. Dabei konnten sie sich nur auf sehr dürftige Unterlagen stützen. Doch alles erstand wie einst. Auch die schimmernden Hauben auf Dampfdom, Sicherheitsventil und Stehkessel. Nur das Manometer ist ein Zugeständnis an heutige Vorschriften. Die Dampfpfeife gab's genauso damals schon. Und mit der letztendlichen Namensgebung ist kundgetan, es gibt sie wieder, die Saxonia. Ein Beispiel für Erbepflege, auf das alle Beteiligten stolz sein können. Auch Schubert hätte seine Freude daran. Ganz bestimmt. Das ist Armin Hennig,
einst Lokführer, jetzt Rentner. Er hat sich um den Nachbau verdient gemacht und darf dafür der Lok an ihrem Ehrentag Feuer geben. Viele werden ihn beneiden. Der Lokführer aber ist Heinz Schnabel, Abteilungsleiter im Verkehrsministerium, einer, der den Hut aufhatte, sozusagen. Heute trägt er seinen Zylinder, stolz wie Schubert damals. Kann er auch. Für die Liebhaber seien ein paar Daten nachgereicht. Dienstgewicht 15 Tonnen, Leistung 55 PS, 40 kW also. Länge über Puffer mit Tender 8800 mm. Ein Zwerg gegen die Riesen, die gleich kommen werden. Nur die aus England übernommene Spurweite blieb bis heute immer dieselbe. 1435 mm. Reverenz der Kleinen aus Sachsen. Und nun kommt ein Preuße, eine Tenderlok der preußischen Staatsbahn von 1906. Ein großer Erfolg scheint sie nicht gewesen zu sein. Knochenschüttler nannte sie das Personal wegen ihres unruhigen Laufs. Die meisten Maschinen wurden zeitig ausgemustert. Ein Berliner Schrotthändler kaufte welche. Er hieß Erich am Ende. Doch sei's drum, die hier hat's überlebt. Sogar die originalen preußischen Farben sind ihr wiedergegeben. Rauchkammer schwarz, sonst grün, die Räder rot. Ihr im Gefolge eine von der Windbergbahn. Sie fuhr auf steilen Strecken im Erzgebirge. Windberg-Heddel nannten sie die Anwohner. Der erste Wagen, der folgt, hatte nur Stehplätze. Die Fenster sind so weit oben, damit man wenigstens etwas sehen konnte. Auch wenn ein Schmalspurzug nicht aufs Normalgleis passt, eine Parade ist er allemal wert. Hier wird er herangefahren. Die Lok davor ist 87 Jahre alt. Zwar schon 1931 ausgemustert, aber immer noch gut erhalten. Filmleute schätzen besonders ihren hohen Schornstein. Apropos Film und Foto. Immer wenn von den ungezählten Fotografen sich welche gegenseitig vor den Objektiven herumstehen, bricht Geschrei los. Wir werden das öfter zu hören bekommen. Schönes Motiv zwar, aber ach. Das ist die Schmalspurlok. Sie gehört zur Traditionsbahn Radebeul und wird samt ihren Wagen nur selten spazieren gefahren. Mit der Betriebsnummer 132 der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn wurde 1899 gebaut. Wo sonst wohl gibt es noch solch ein Eisenbahnfahrgefühl? Eine Stunde etwa dauert die 16,5 Kilometer lange Reise mit dem Lößnitz-Dackel. Dieses Schneckentempo mit ihm ist ausnahmsweise einmal richtig schön. Das war mal die S-Bahn in Berlin. Zeitweise waren 500 dieser Maschinen der Baureihe 74 dort eingesetzt. So recht geeignet für den Stadtverkehr. Zügiges Anfahren, hohe Geschwindigkeit bei kurzen Haltestellenabständen. Das lieferte das Zweizylinder-Heißdampftriebwerk. Unsere Lok wurde 1916 bei Borsig gebaut. Erst die zunehmende Elektrifizierung machte ein Ende mit diesem Rauch.
Die Riesaer Eisenbahnschau bietet Futter fürs Privatarchiv wie keine Veranstaltung sonst. Diese leistungsstarke Maschine für den Einsatz im sächsischen Mittelgebirge zum Beispiel, Rollwagen genannt. Die Personenzug Tenderlok ist 1910 von der sächsischen Maschinenfabrik, vormals Hartmann, in Chemnitz gebaut worden. Mehr als 2,5 Millionen Kilometer ist sie bis Juni 1968 gelaufen. Dem Schneidbrenner entging sie und ist heute gefragter Darsteller bei Film und Fernsehen. Das ist der Sachsenstolz. Stolz waren die Sachsen auf diese Schnellzuglok wegen ihrer Schönheit. Deshalb wird sie auch aufgehoben. Schon 1966 hat das Verkehrsministerium veranlasst, Dampfloks als technische Denkmale zu bewahren. Später wurde diese Ordnung erneuert. Zuständig ist das Verkehrsmuseum Dresden. Aufgestellt werden konnten dort aber nur sehr wenige. Wohin also mit den Riesen? Liebhaber in vielen Dienststellen der Deutschen Reichsbahn pflegen sie. Ihnen ist zu danken, dass Sie heute hier zu sehen sind. Eine der meistgebauten deutschen Dampflokomotiven kündigt sich an. Fast 4000 Stück hat es von ihnen gegeben. Sie zog Güterzüge ebenso wie Schnell- und Personenzüge. Ein Mädchen für alles, sozusagen. Unseres hier ist ein besonders altes Mädchen. Sagenhafte 61 Dienstjahre. Die folgende hat mal 100.000 Mark gekostet. Schließlich ist sie eine große Schnellzuglok. Der Kessel allerdings ist hinüber. Aber auch nicht betriebsfähig hat sie ihren Platz unter den Museumszügen. Museumswagen werden übrigens genauso gepflegt. Keine Frage, das Hauptereignis dieser Tage sind die Renner von Riesa. Aber auch anderes zieht den wahren Enthusiasten an. Wer unbedingt etwas mit nach Hause nehmen will, kann versuchen, ein Stück zersägte Treibstange zu ergattern oder vielleicht einen halben Meter Schiene. Das wird versteigert. Auch ein paar alte Wadenlampen. 60 Mark war Angebot. 70, 75. Wie viel? 130 Mark zum ersten, 130 Mark zum zweiten und zum dritten. Allerorten blickt die Historie durch, als eine Fahrt von Leipzig nach Riesa 28 Groschen kostete. Ein Schwein zahlte 18. Der erste Fahrplan der Leipzig-Dresdner Eisenbahn. Tägliche Abfahrtstunden der Dampfwagenzüge in Richtung Dresden, 8 Uhr morgens, 5 Uhr nachmittags. Und eine Kapelle hat damals ganz sicher auch schon gespielt. Heute gibt es allerdings welche, die müssen eine Saxonia unbedingt für sich allein haben. Diese Herkulesse lösten in den 20er Jahren den langsamen Zahnradbetrieb auf den Steilrampen Thüringens ab. Das sind alles Güterzug-Tenderloks. Die hier aber bewältigte auch den Berliner Ausflugsverkehr. Die nächste ist besonders einfach gebaut. Das erleichterte ihre Wartung auf kleinen Bahnhöfen. Die letzte schließlich ist wirklich die letzte ihres Stammes. Ihren Erhalt hat sie verschlungenen Wegen zu danken. Alle anderen sind seit 50 Jahren ausgemustert. Man wird sie nicht so bald wieder so gut ins Visier bekommen. Die
Diese wuchtige preußische Lok hat ihr Vorbild in der Halberstadt Blankenburger Eisenbahn. Dort im rauen Harzgebirge brauchte man sie, mit Tiernamen als Symbol für Kraft. Mammut, Büffel, Wiesent, Elch. Die Reibung zwischen Rad und Schiene wurde in den Anfängen des Lokomotivbaus selbst in der Ebene für hinderlich gehalten. Jetzt bewältigte diese Steigungen wie keine vor ihr. Die Baureihe 78 dagegen war nur für den Schnellzugbetrieb auf flachen Strecken vorgesehen. Hier aber kommt eins der Mammuts. Seit 1920 fuhr sie auf steilen Strecken im Harz. Ihre Flachlandkollegin davor wurde 1912 gebaut, als der Eisenbahnfährbetrieb Sassnitz-Trelleborg begann. Sie war für die Insel Rügen und vergleichbare Küsten bestimmt und hat sich bis in die 60er Jahre bewährt. Die Leistungen der 03-Schnellzugloks brauchen keinen Kommentar. Jeder kennt und honoriert sie, heute noch. Sie war eine Einheitslokomotive, die bis Mitte der 70er Jahre hochwertigen Reisezugdienst absolvierte. Im Schlepp hat sie eine 01, die älteste noch vorhandene Einheitslok überhaupt. Zeit ihres Lebens, Paradepferd der Eisenbahn. Die Wagen sind die eines typischen Schnellzugs der 30er Jahre. Einheitliche Typen waren entwickelt worden, die das Sammelsurium der Länderbauarten beseitigten. Die Abteile wurden geräumiger, die Fenster größer, Beleuchtung, Heizung, Lüftung besser. Auch Metropawagen gab es damals, in denen man beim Essen richtig sitzen konnte. Erinnerung auch dies an eine Zeit, als diese Loks noch voll im Einsatz waren. Damals gab es zwar keine Oldtimer-Paraden, aber einen Weltrekord von 200,4 Kilometer pro Stunde hat eine am 11. Mai 1936 erzielt. Und einen Zug von über 3000 Tonnen hat mal eine andere am Haken gehabt. Zwei Beispiele nur für die Leistungskraft dieser rasanten Renner. Vorbei ist die Dampflokzeit. Doch nicht heute, hier in Riesa. Kann man's besser beweisen als mit dieser schnellen Güterzuglok? Auf dem ersten Kesselschuss der Speisedom mit Winkelrostschlammabscheider. Auf dem zweiten Schuss der Dampfdom mit Nassdampfventilregler. Zwei Sicherheitsventile Bauart Ackermann auf der Rückseite des Dampfdoms. Heute zieht die Lok keinen Güter, sondern einen Traditionspersonenzug. Er besteht aus Einheitsabteil- und Durchgangswagen ab 1923. Die Innenausstattung ist in der zweiten, dritten und bis 1928 in der vierten Klasse ausgeführt. Donnerbüchsen hießen die Wagen wegen der Fahrgeräusche. Die Baureihe 62 war für Schnell- und Personenzüge auf kurzen Hauptstrecken gedacht. 1236 kW Leistung hat sie in den Zylindern. Der Kuppelraddurchmesser von 1750 mm sorgt für gute Anfahrbeschleunigung. Bis 1965 zog sie den Sputnik zwischen Potsdam und Berlin. Heute zieht sie zwei, die nicht mehr betriebsfähig, aber doch vorzeigbar sind. Die eine sollte Ende der 20er Jahre dem sich entwickelnden Autoverkehr Paroli bieten.
Die andere ist der allseits beliebte Bubikopf, wenn der auch nicht mehr allein fährt. Stolz ist wahrscheinlich jeder Eisenbahner, der an Bord solcher technischen Meisterleistungen an der Parade teilnehmen kann. Bei manchem ist es die Belohnung für die viele Arbeit, die er alltags mit seiner Museumslok hat. Nicht nur auf attraktiven Langstrecken waren Dampfloks vonnöten. Hier eine, die ihren Dienst auf großen Bahnhöfen tat, als Rangierlokomotive. Bis zum Schornstein misst sie 4,16 Meter. Ihre Länge über Puffer fast 14 Meter. Durchmesser der Treib- und Kuppelräder 1,40 Meter. Übrigens, ganz eingefleischte Eisenbahnfans kommen zu solchen Veranstaltungen wie diese beiden. E-Loks der Baureihe 94 bringen 3300 kW Stundenleistung auf die Schiene. Damit entsprachen sie dem schweren Güterzugdienst. Und wenn sie wollten, brauchten sie sich von diesem Zug nicht überholen zu lassen, denn 90 km/h schaffen sie schließlich auch. Die AEG hat diese hier gebaut. In Dienst gestellt wurde sie am 12. Februar 1942. Als der elektrische Betrieb zwischen Bitterfeld und Dessau 1958 wieder eröffnet wurde, war sie gleich wieder mit dabei. Die zweite Maschine ist die mit mehr als 20 Metern längste und mit 138 Tonnen schwerste E-Lok, die die deutschen Eisenbahnen je hatten. Selbst fahren kann sie aber nicht mehr. Ganz im Gegenteil zu ihrem Zugpferd. Die ist zwar auch Museumslok, aber immer noch im Dienst. Außerdem war sie schon vor Sonderzügen des Modelleisenbahnverbands zu sehen. Erstmals 1983 zwischen Altenburg und Leipzig. Da aber hatte die Messestadt schon längst ihren größten Kopfbahnhof Europas. Nicht diesen kleinen Vorläufer vom Beginn der Eisenbahn. 1839 war alles sehr viel kleiner, das stimmt schon. Aber solche Vergleiche sind eigentlich ungerecht. Hochachtung ist viel eher am Platze. Denn auf der Strecke Leipzig-Dresden mussten Bauarbeiten bewältigt werden, für die es bis dahin nirgendwo ein Beispiel gab. Mut gehörte schon dazu, den Einschnitt ins Gelände beim Machern überhaupt anzupacken. Hier gab es eine Steigung, die damalige Züge nicht geschafft hätten. Also wurde der Einschnitt auf 3 Kilometer Länge zum Teil 11 Meter tief ausgegraben. Eine gewaltige Leistung. Oder die Elbbrücke bei Riesa. 11 steinerne Pfeiler wurden errichtet, darauf eine 342 Meter lange Holzkonstruktion. Ihre Nachfolgerinnen hatten immer weniger mit ihr zu tun, was Konstruktion und Aufbau betrifft. Leicht wurde es denen auch nicht gemacht. Hochwasser warf sie um, mehrere andere Großreparaturen mussten ausgeführt werden. Und der Zweite Weltkrieg gab der letzten von ihnen endgültig den Rest. Aber was half es? Über die Elbe musste die Eisenbahn schließlich kommen. Und so geschah es, dass die heutige Brücke über den Fluss, vor der heute die Oldtimer paradieren, gar nichts Historisches mehr erkennen lässt. Den Tunnel von Oberau erkennt heute auch keiner mehr. Er war der erste Eisenbahntunnel überhaupt. Mehr als 6 Meter hoch und 7,5 Meter weit. So stand er lange. In den 30er Jahren unseres Jahrhunderts genügte er nicht mehr. Er wurde aufgeschlitzt und abgetragen. Den Bahnhof Niederau dagegen gibt es immer noch. 1842 gebaut. Das älteste in Betrieb befindliche Bahnhofsgebäude der Welt. Das Stellwerk hat's mit seinen knapp 90 Jahren auch schon in den Seilen, aber tut nach wie vor seine Pflicht.
Und als die Reisenden aus Leipzig vor 150 Jahren in Dresden ankamen, da sah der Bahnhof so aus. Zurück nach Riesa, halbwegs ungefähr zwischen Leipzig und Dresden. Die Parade zu Ehren dieser Strecke ist in vollem Gange. Gerade rollt, zwar nicht mehr aus eigener Kraft, aber immer noch auf eigenen Rädern, ein Zeitdokument eigener Art heran. Eine Lokomotive mit Braunkohlenstaubfeuerung. Anfang der 50er Jahre hatte die Deutsche Reichsbahn nicht genügend Steinkohle zur Verfügung. Also wurden Loks für die Feuerung mit gemahlener Braunkohle umgebaut. Das führte zu ihren charakteristischen Tendern. Mehr als 100 solcher Maschinen sind in der DDR gelaufen. E-Loks der Baureihe 44 haben 1955 den elektrifizierten Streckenabschnitt Halle-Köthen eingeweiht. Waren sie besonders tüchtig, dann liefen sie 20.000 Kilometer und mehr pro Monat. Unsere hier stammt aus dem Jahre 1936. Wer jetzt aber glaubt, damit sei die Dampflokparade vorbei, der irrt. In Riesa dauert ihre Zeit an. Diese Lok wird aufgehoben nicht, weil sie so alt, sondern gerade weil sie so jung ist. Es ist eine der letzten in der DDR gebauten Dampfloks. Ende der 50er Jahre kamen 113 von ihnen aus der Lokomotivfabrik Babelsberg. Noch 1984 war unsere Paradelok im Planeinsatz, hier von Riesa nach Dessau. Eben die letzte Dampflok, jetzt die erste E-Lok, die erste in der DDR gebaute. Der VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hennigsdorf hat sie als Vorreiter ihrer Zunft 1961 geliefert. Insgesamt 95 stellte die Eisenbahn in Dienst. Diese hier wurde zur Museumslok erwählt, weil sie die erste war. Wer hätte gedacht, dass Erzeugnisse aus den Händen der Hennigsdorfer Lokomotivbauer schon Museumswert haben? Denn eigentlich ist man ja auf dem neuesten Stand in Hennigsdorf. Als es mit der Elektrifizierung voranging im Eisenbahnnetz, musste der E-Lokbau mitziehen. Und das hieß, neue und mehr elektrische Zugmaschinen aus Hennigsdorf. Seit 1984 werden in der riesigen Montagehalle Loks der Baureihe 243 zusammengesetzt. Alle 2,5 Tage eine inzwischen. Und genau wie die Elektrifizierung selbst ist auch die Herstellung der Lokomotiven Jugendobjekt. Was da an Kabelbäumen, Leitungen, Schaltern und Schützen alles in solch eine Lok eingebaut werden muss. Eine Museumshalle ist das wahrhaftig nicht. Aber sicherlich wird solch ein modernes Fahrzeug auch einmal Museumslok werden. Erst aber probiert eine 243er auf der Parade einmal aus, wie man sich angesichts der vielen Fotografen so fühlt. Bis heute sind 466 von ihrer Sorte gebaut worden und ein Ende ist längst nicht gekommen, denn die Elektrifizierung geht bis zum Jahr 2000. Deren Zeit aber ist vorbei. Jetzt kommen Loks aus der letzten Epoche des Dampfes. Sogenannte Reko-Loks, rekonstruierte also. Sie bekamen neue Kessel und Aschkästen, neue Führerhäuser oder veränderte Steuerungen. Alles zum Zweck gesteigerter Leistung. Und meist bekamen sie auch gleich eine veränderte Baureihen- bzw. Ordnungsnummer verpasst. Überhaupt die Bezeichnung der Baureihen. Da gab es die seit Beginn der Eisenbahn historisch gewachsenen Länderbahnen. Die Sächsische Staatsbahn und die Bayerische, die Preußisch-Hessische, die Badische, die Württembergische und die Oldenburgische Staatsbahn und die Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn. Und
Jede Länderbahn hatte ihre Lokomotiven und ihre Art der Bezeichnung. Dann wurde 1920 die einheitliche Deutsche Reichsbahngesellschaft gegründet. Die übernahm von den Länderbahnen ein kunterbuntes Durcheinander von 20.000 Loks in 400 verschiedenen Bauarten. Dahinein hieß es nun, Ordnung zu bringen. Eine mühselige Arbeit. Da wurde neu genummert und umgenummert. Ein erster vorläufiger Umzeichnungsplan entstand und ein zweiter und 1925 schließlich der endgültige. Danach gab es 99 Baureihen, von der 01 gleich Schnellzugloks bis zur 99 gleich Schmalspurloks. Dazwischen lagen alle anderen Gattungen. Und diese Nummern sieht man bei der Parade noch heute. Was ein richtiger Eisenbahnfreund ist und ein Experte, den interessieren auch solche Angaben. Also ein Beispiel. Nachdem diese Reko-Lok einen neuen Kessel hatte, wurde sie zu einer Angehörigen der Baureihe 58 hoch 30, 3047 nämlich. Vorher hatte sie die Reichsbahnnummer 58 hoch 10 bis 21. Gebaut aber wurde diese Lok noch zur Länderbahnzeit, als eine preußische G12. Alles klar? Bei so viel sprödem Zahlenmaterial ist eins natürlich verwunderlich. Die, die mit den Loks umgehen, finden solch ein Verhältnis zu ihnen, dass daraus sogar Spitznamen entspringen. Elli und Knochenschüttler hatten wir schon, Tigertrommel kommt noch. Da gab es auch den Bubikopf und die Windbergkettel, das Steppenpferd, den Salondampfer und wer weiß was noch. Ein ganz persönlicher Zugang also zu diesen Eisenklötzen. Es ist wohl etwas ganz Eigenes, diese Faszination der Eisenbahn. Irgendwie scheint von dem Staunen des Publikums aus der Anfangszeit des Schienenverkehrs über die Dampfrösser als technische Wunderwerke auch heutigen Tags noch einiges übrig geblieben zu sein. Obwohl wir heutigen ja eigentlich zur Genüge mit Technik umgeben sind. Auch die Tage von Riesa haben diese Magnetwirkung wieder einmal bewiesen durch nicht enden wollenden Zulauf. Gerade ist ein neuer Leckerbissen im Anrollen. Die schnellste noch betriebsfähige Dampflokomotive der Welt. Ihre Spritzigkeit sieht man ihr schon von außen an. Zur Verminderung des Luftwiderstandes erhielt die Maschine eine spitze Rauchkammertür und eine leichte Verkleidung von der vorderen Pufferbohle bis zum Führerhaus. Das macht die Lok sehr formschön. Seit 1961 ist sie auf Achse, vorwiegend für Versuchs- und Messfahrten. Auf einer solchen erreichte sie am 12. Oktober 1972 zwischen Gräfenhainichen und Bergwitz ihren Rekord, 182,4 km/h. Überall, wo sie auftaucht, erregt sie beträchtliches Aufsehen. Die 01531 dagegen stand unter keinem guten Stern. In ihren ersten zwei Betriebsjahren musste sie mehr als ein Dutzend Mal zur Reparatur. Am 22. Dezember 1939 um 0.35 Uhr fuhr sie im Bahnhof Gentin mit 120 km/h auf einen Zug auf und verursachte das größte Unglück in der Geschichte des deutschen Eisenbahnwesens. Und im Zweiten Weltkrieg wurde sie auch schwer beschädigt. Aber immer wieder rappelte sie sich hoch und gehört heute zu den Museumsloks.
Nach allen diesen Fahrzeugen recken sich die Fans die Hälse. So viel rollendes Material auf einmal bekommen sie wohl nicht so bald wieder zu Gesicht. Also kommen Foto- und Filmapparate heute nicht zur Ruhe. Hin und wieder mag das Ziel ihrer Fotos auch ein anderes als eine Lok sein. Solch strahlend saubere Wagen nämlich und diese im Sonnenlicht geradezu blitzenden Fenster. Auch bei diesen raren Anblicken schlägt das Herz jedes Eisenbahnreisenden höher. Aber gleich wird alles sowieso sauberer. Die Zeit der Dampfloks ist nämlich vorbei. Diese Diesellok wurde als erste ihrer Serie 1963 in Dienst gestellt. Sie kommt aus eigenem Land. Vom Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg. Bis heute hat sie fast 2 Millionen Kilometer zurückgelegt. Trotzdem, für die seit 1968 beschleunigte Umstellung von Dampf auf Diesel reichte der Eigenbau nicht. Da sprang die Taiga-Trommel ein. Will sagen, die Baureihe 120 wurde aus der Sowjetunion importiert. Eine RGW-Einheitslok. Die Maschine wird dieselelektrisch angetrieben, also vom Dieselmotor zum Generator und von dort zu den Fahrmotoren. Von 1970 bis 1982 kam in 800 Exemplaren die Baureihe 132 hinzu, ebenfalls aus der Sowjetunion. Sie ist heute noch das Rückgrat des Zugverkehrs auf nicht elektrifizierten Strecken. Die Wagen sind Eigenbau der Deutschen Reichsbahn. Die letzten Großdieselloks wurden von unserer Eisenbahn in den Jahren 1978 bis 83 beschafft. 200 Stück aus Rumänien. Nun werden wohl in diesem Umfang auch keine mehr dazukommen, denn die Elektrifizierung greift immer mehr um sich. Das ist unser Thema ja vorhin schon gewesen. Dass aber auch moderne Loks vor Spitznamen nicht sicher sind, zeigt diese. U-Boot wird sie genannt, wegen ihrer Bullaugen. Unseres Wissens keinen Spitznamen hat dieses Gefährt. Es heißt schlicht vierachsiger ORT, was bedeuten soll Oberleitungsrevisionstriebwagen. Ein paar solcher Baufahrzeuge fahren auch mit in der Parade. Aber die geht nun langsam, aber unwiderruflich ihrem Ende entgegen. Die Dampfloks übrigens sind mit angezogenen Handbremsen gefahren. Das hat die glatte Paradestrecke in Riesa zu einer steilen Rampe im Bergland gemacht. Von wegen der kräftigeren Geräusche. So konnten die Eisenbahnfreunde am besten den typischen Klang einer Zweizylindermaschine genießen. Sie registrierten mit Kennerschaft, dass eine Dreizylinder-Lok ganz anders klingt. Und sie stellten erfreut fest, dass der Urahn all ihrer Lieblinge, die kleine Saxonia, auch schon nach Zweizylindern klang. Wenn aber eins der Paraderösser sich ganz besonders aufplusterte, dann jubelten alle wie die Kinder im Puppentheater. Ist doch zu hören, oder?